Am Sonntag empfängt der Hesslinger SC zum ersten Oberliga-Heimspiel den TuS Lingen. Der TuS Lingen ist Tabellenführer und kommt mit der Empfehlung eines 5:0-Sieges über den VfL Osnabrück 2. Wir sprachen vor dem Spiel mit Heslings Trainer Hansi Bargfrede. Hansi Bargfrede, zum Auftakt hat Ihre Mannschaft 0:4 verloren in Jeddelo. Wie sehr schmerzt die Niederlage noch? Die schmerzt gerade gar nicht so sehr. Wir haben gegen einen hochwertigen Gegner gespielt. Der hatte eine hohe Qualität. Wir haben viele Fehler im Spiel gegen den Ball gemacht und das wurde effizient ausgenutzt von Jeddelo. Wir werden demnächst andere Gegner haben, die nicht diese Qualität haben. Die Jungs haben sich nicht gehen lassen, haben dagegen gehalten bis zum Schluss. Ich gehe die nächsten Spiele eigentlich positiv an. Jetzt kommt natürlich mit Lingen eine Mannschaft, die den VfL Osnabrück, die Reserve, mit 5:0 geschlagen hat, Tabellenführer ist. Was muss Ihre Mannschaft gegen Lingen anders machen als gegen Jeddelo? Ja, das Spiel gegen den Ball müssen wir besser organisiert gestalten. Lingen ist für uns eine Mannschaft, die wir nicht so gut kennen. Wir spielen aber zu Hause. Das ist, glaube ich, für uns ein großer Vorteil. Wir wollen aus diesem Spiel gegen Jeddelo lernen und wir wollen versuchen, 3 Punkte gegen Lingen zu holen. Wie groß schätzen Sie den Vorteil ein, den Heimvorteil durch das eigene Publikum, die Unterstützung? Ja, wir haben immer eine besondere Atmosphäre zu Hause in unserem kleinen Stadion. Wenn wir schnell spielen, gehen die Zuschauer mit. Wenn wir Chancen kreieren, gehen die Zuschauer mit. Und das hilft der Mannschaft dann auch, um zum Erfolg zu kommen. Wie sieht es personell aus? Sind alle Mann an Deck? Leider nicht, da könnte es ein paar Probleme geben. Dominik Bremer hat schon mit einer leichten Verletzung gegen Jeddelo gespielt. Da ist noch ein großes Fragezeichen. Der Dominik, unser Captain, ist wichtig für uns. Jannis Müller hat eine Grippe, wissen wir auch nicht, ob er aufläuft. Und mit Raphael Balzer ist ein weiterer Spieler momentan im Urlaub. Das sind schon Personalien, die uns wehtun könnten, wenn sie nicht spielen können. Okay, was ist Ihr Tipp für das Spiel? Ich gehe in jedes Spiel positiv ran. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ich gehe einfach davon aus, dass wir ein Tor mehr schießen als der Gegner und am Ende 3 Punkte haben. Dankeschön. Ja.